In den letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie man verschiedene Mail- und Kalender- und Kontaktanbieter mit EM-Client synchronisieren kann. Was dabei immer ein bisschen blöde ist, finde ich, dass man hier lokale Ordner eingeblendet hat. Also es gibt für Kontakte lokale Ordner, für Aufgaben, Kalender und Mails. Ja, brauchen tut man die in der Regel wohl nie. Und die haben vor allem die Gefahr, dass man mal einen Termin zum Beispiel falsch anlegt, statt nämlich hier in dem synchronisierten Kalender, wenn man hier den Fokus drauf setzt oder drauf klickt und legt dann einen Termin an, dann wird der in einem lokalen Ordner gespeichert und dementsprechend nicht synchronisiert und ist dann auch entsprechend nicht gesichert. Also wollte ich die lokalen Ordner einmal ausblenden und bin auf die Idee gekommen, hier im Menü einfach mal zu schauen. Unter Einstellungen und ja Kalender zum Beispiel möchte ich es ja ausblenden. Dort wird man aber nichts finden, da kann man suchen, solange man will, und auch unter Erscheinungsbild findet man nichts. Nein, das findet man unter General oder Allgemein auf Deutsch. Hier gibt es den Haken Show Local Folders, den einmal rausnehmen, dann drücken wir auf Apply und dann sind in allen Menüs diese lokalen Ordner verschwunden. Sowohl hier bei Mail, beim Kalender, Kontakte, Tasks, also überall sind die weg und damit entgeht man dem Risiko, dass man einen Termin zum Beispiel falsch anlegt.